Mein Name ist Sami Hasic und ich möchte Ihnen ein innovatives Konzept für Führungskräfteseminare vorstellen, nämlich mehr Erfolg. Zu dem Team gehören außer mir auch noch die Namensgeber, sieben Schafe und ihr Nachwuchs, den ich hier jetzt mal nur symbolisch mitgebracht habe. Es geht um Führung. Führung geschieht mit Herz und Verstand. Und das Führungswissen ist schon in vielen Büchern beschrieben. Das heißt, wie das Wissen der Wissenden den Wissbegierigen zur Verfügung gestellt wird, ist damit gelöst in Büchern. Der Verstand ist damit gut bedient. Wie geht es jetzt ins Herz? Ganz klar, praktisches Erleben am eigenen Leib. Auf so einem Seminar werden wir in zwei Tagen Übungen machen und Situationen darstellen, die die Führungskräfte auch in ihrem täglichen Leben durchaus haben. Und am Anfang wird es so sein, dass die Teilnehmer den Schafen hinterherrennen, was auch aus dem täglichen Leben oft erlebt ist. Und anhand der Übungen und damit dann der Möglichkeit, bestimmte Lösungsansätze dort zu verproben und direktes und ungefiltertes Feedback zu bekommen, wird dann diskutiert, was das Erlebte in den Leuten vermittelt hat und wie das dann auch wieder auf ihre tägliche Arbeit übertragbar ist. Und nach den zwei Tagen werden die Leute erkannt haben, wie die eigene Führung und die Standpunkte wirken. Und von dem reaktiven Hinterherrennen werden wir dazu kommen, eben aktiv die Wege, die nicht offensichtlich sind, zu wählen, um geordnet mit den Leuten an das Ziel zu kommen. Ich biete es im Moment bei mir auf dem Hof nebenberuflich an, neben meinem Hauptjob als Unternehmensberater, was mir auch die Möglichkeit bietet, dieses Konzept an der Praxis immer noch weiterzuentwickeln. Ja, das ist auch ein ständiges Lernen bei mir, ganz klar. Und preislich wird da ein Zweitages-Sorglos-Paket ohne Übernachtung aber bei ca. 1.500 € pro Person liegen bei einer Gruppenanmeldung von 6 Leuten. Und auch für die Übernachtung kann man dann das organisieren. Auch Einzelanmeldungen sind natürlich gern gewollt. Noch kurz dazu, warum ich Schafe nehme. Solche Seminare gibt es schon mit Pferden. Ich habe aber festgestellt, dass es durchaus Menschen gibt, die vor Pferden Angst haben. Ich kann es akzeptieren, nicht verstehen, weil ich auch selber Pferde im Stall habe. Daher sind Schafe diesbezüglich etwas besser geeignet. Und auch es wird mit einer Gruppe gearbeitet, die eben auch Gruppendynamik entstehen lässt, was bei Pferden auch oft nicht der Fall ist. Ja? Und mein Motto ist, herrschen ist Vergangenheit, führen ist von gestern. Die nächste Evolution ist Hüten. Mein Name ist Sami Hasic und ich wünsche uns allen mehr Erfolg.